herzlich willkommen. Heute gibt es einen ganz besonderen Tidianen-Club. Wir feiern nämlich 50 Jahre erstes deutsches Fernsehen. Und wir erzählen euch, wie vor 50 Jahren alles angefangen hat. Am besten da bin ich ja mal gespannt, ob ihr das alles richtig erzählt. Ich glaube, er zweifelt an unserem Fachwissen, ne? Ach, und warum, wenn ich fragen darf? Weil ihr Grünschnäbel bestimmt keinen blassen Schimmer habt, wer das Fernsehen in Wahrheit erfunden hat. Darum. Ah ja, und wer hat es erfunden? Du etwa? Genau. Ach, ja, auf die Geschichte bin ich allerdings gespannt. Ich war damals noch ein blutjunger Leichtmatrose, neugierig und rastlos. Es fiel mir schwer, mich an die endlosen, einsamen Wochen auf See zu gewöhnen. Oh, nee. Tag, Kines. Packt mal einer mit an. Oder auch zwei. Alles, was ich brauchte, waren ein Sessel, ein Fernglas und eine Funkantenne. Nach Feierabend setzte ich mich in den Sessel, nahm das Fernglas zur Hand und richtete es durch mein Bullauge in die Welt hinaus. Sobald ich was Interessantes ins Visier nahm, peilte ich mit meiner Funkantenne dieselbe Richtung an und konnte so den Ton zum Bild hören. Naja, das ist ja noch lange kein Bildschirm. Es ist einfach nur ein Fernglas mit einem Tonempfang. Natürlich habe ich meine Erfindung über die Jahre perfektioniert. Was soll denn das bitte sein? Na, ein Fernseher. Aber der ist besser als Ihrer, Captain. Da ist nämlich das Fernglas schon fest eingebaut. Naja, fest? Also ich glaube, Hein Blöd und Captain Blaubeer haben da ganz schönes Seemannsgarn gesponnen. Ob das wirklich alles so war oder doch ganz anders, erklären wir euch heute im Tigerentenclub. Ja, und dabei helfen uns natürlich alle, die schon hier sind. Ne? Captain Blaubeer, Hein Blöd, Philipp, die Maus, Günther Kassenfrosch, Ernie, Bert, Papa Löwe. Außerdem kommen noch der Hase Cäsar und Pumuckl vorbei. Und wir zeigen euch lustige alte Filme. Jojo und Doc Hawk erleben im Schloss der bösen Königin seltsame Dinge. Und Renate vermietet Opas Boot an einen Irren, um an Geld heranzukommen. Weil die ARD in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, gibt's heute ein Riesenfest. Ja, zum Schluss der Sendung wird's richtig feierlich. Das Schülersinfonieorchester aus Stuttgart spielt nämlich bei uns. Danke, und die kommen nicht zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder zu fünf. Sondern mit 55 Musikern zu uns. Bitte? Die passen doch gar nicht alle in den Tigerclub rein. Na klar, lass doch wetten. Um eine Torte. Top, die Wette gilt. Und ich gewinne. Nee, ich. Und jetzt kommt Papa Löwe. Heute gibt's was ganz Besonderes. Bisher habt ihr ihn ja immer nur ganz alleine gesehen. Aber heute stellt er uns seine 7 Kinder vor. Und die zu hüten, das ist manchmal viel schwieriger als ein Sack voll Flöhe. Unter diesem herrlichen Himmel, in dieser herrlichen Stadt, unter diesem herrlichen Dach, hinter diesem herrlichen Fenster, wohne ich, Papa Löwe, der Vater. Und ich habe unzählige 7 Kinderchen gehabt, gestern noch gehabt. Aber nun sind sie weg. Sie sind wieder da, Juchhe. Ich nenne ihre Namen. Dieses ist der Alfred, dieses ist der Pauli. Nicht wegrennen, beide nicht. Alles klar, Mister. Fehlt noch die Friedi. Fehlt noch Und er findet mich Liesel. Nicht, und er findet mich nicht. Ah. Und ich bin die Liesel. Und ich bin die Trilli. Und ich heiße das Mariechen. Und er findet mich nicht, und er findet mich nicht. So, wie viel habe ich denn jetzt? Mariechen, Trilli, Liesel, Friedi und euch beide sehe ich auch. Und er findet uns doch. Fehlt nur noch der Piller. Wo kann der wohl sein? Aber ich bin doch hier, Papa. Wir sind die 7 Kinder. Ich finde euch doch. Ich finde Papa. Ich finde sie doch. Ich finde sie doch. Ja, die haben ihren Vater ja ganz schön auf Trab gehalten, was? Ja, aber Papa Löwe nimmt das ja ganz cool. Mal sehen, wie cool unsere Mitspieler heute sind. Hier kommen die Tigerenten und Frösche. Hey! Hey! Mein
den Tigerenten, da spielen Patrick und Marc mit und ihr spielt gerne am Computer, ne? Da entwerft ihr solche Zimmer. Was steht da alles drin? Ein Computer und so. T-Shirt, Stühle, alles, was in der richtig was bei dir auch drin steht. Ja. Mhm. Dann spielen noch Verena, Anna, Selina und Fabienne mit. Und was macht ihr gerne? Tarzan. Ihr spielt gerne Tarzan. Wer ist von euch Tarzan? Ich. Du kannst auch so einen richtigen Tarzan-Schrei machen. Ja. Wollen wir mal versuchen bei drei? Ich helfe dir mal ein bisschen. Eins, zwei, drei. Oh! Sehr schön. Ja, der Angstschrei vom kleinen Gespenst, glaube ich. Das klang ja grausam. Erstmal besser. Das sind meine Frösche. Und zwar sind das Jens, Tanja und Lotti. Wird Lotti genannt, heißt eigentlich Charlotte, aber wir nennen sie auch so. Über euch habe ich gehört, ihr spielt gerne so Inliner-Hockey. Lotti, erzähl mal, wie funktioniert das Spiel? Also wir nehmen da Eimer für die Tore und dann machen wir Mannschaften. Und da spielen so zwei, drei immer mit und dann... Und da wird immer ordentlich auf die Tore gesemmelt. Ja. Sehr gut. Und hier hinten, das sind Flo und Nico und ihr rennt um die Wette, was das Zeug hält. Ja. Gegeneinander oder wie? Ja. Wer gewinnt da? Unterschiedlich. Unterschiedlich. Wie weit ist die Strecke? 100 Meter. 100 Meter. Was läufst du, weißt du das? Jedenfalls schneller als du. Ja, das glaube ich auch. Ja. Okay, wir drücken euch jetzt ganz doll die Daumen, zum Beispiel Ernie und Bert auch. Ja, aber bevor es losgeht, dann musst du auch unsere Überraschung vorbereiten. Ja, ja klar. Schaffst du das alleine? Ja, klar, natürlich. Schafft ihr das auch alleine mit ihr? Ja. Okay, siehst dann du, wir brauchen dich gar nicht, Dennis. Tschüss. So, hier kommt der erste Begriff. Was könnte das sein? Türklingel. Nein. Einfach mal raten. Auch nicht? Nee. Kaffeemaschine. Nein. Na, Frösche. Nicht ein Kamera. Ja, Kamera ist richtig. Ein Punkt für die Tigerenten. Sehr gut, Verena. Hier kommt der zweite Begriff. Netzgitter. Nee, dreht sich halt alles heute ums Fernsehen. Kleiner Tipp. Mikrofon. Ja, Mikrofon war wieder zuerst bei meinen Tigern. Hat Marc als erstes gesagt. 2-0. Und hier kommt der dritte Gegenstand. Ist ein bisschen schwieriger. Ich weiß, ob ihr das Wort wisst. Na, Frösche, versucht auch euer Glück. Videotisch. Nee. Wisst ihr nicht? Eine Kamera und ein Teil. Ja, wie heißt das? Kamera und ein Teil. Stativ? Ja, das kam dann zu spät, wie gesagt. Stativ wäre es gewesen. Das heißt, es steht 2-0 für die Tigerenten. Da wir heute den 50. Geburtstag der ARD feiern, möchte Dennis mit uns eine ganz besondere Reise übernehmen. Mal gucken, wo er gerade ist. Dennis, melde dich mal. Hallo Pamela, hallo ihr da draußen an den Fernsehapparaten. Die Tatsache, dass ihr mich hier sehen könnt im Technikmuseum in Berlin, obwohl ich ziemlich weit weg von euch bin, nennt man ja gerade Fernsehen. Und das gibt's in Deutschland seit ungefähr 50 Jahren, seitdem die ARD gegründet wurde. Und 50 Jahre, das ist lange her. Da wart ihr noch gar nicht auf der Welt, ich war auch noch nicht geboren. Und die Tigerente, die gab's natürlich auch nicht. Und deswegen können wir uns auch gar nicht daran erinnern. Und deshalb nehmen wir euch jetzt mit auf eine Zeitreise durch 50 Jahre Fernsehgeschichte. Und wir beginnen hier im ältesten noch funktionierenden TV-Studio der Welt, im Technikmuseum in Berlin. Und früher sah die Mattscheibe natürlich noch ein bisschen anders aus. Ne? Erstmal war das ganze Bild schwarz-weiß. Und die Bildqualität war sensationell durch solche handlichen kleinen Kameras. Hier wurde also Fernsehen gemacht. Aber für wen? Es hat ja kaum einer ein Apparat. Ja, aber trotzdem erfand der erste zahlende Fernsehzuschauer eine TV-Zeitschrift. Die hört zu. Aber das Programm läuft nur 3 Stunden am Tag. Naja, ist doch besser als nix. Also, los geht's. Kamera? Jo, Kamera läuft, ne? Ton? Ah ja, ich hör Stimme, gell? Licht? Ja, ich lauf ja schon. Oh, ist das schwer. Meine Damen und Herren da draußen von den Fernsehapparaten. So fing alles an. 1952 gab es bei uns erst 4000 Fernsehgeräte. Aber das deutsche Fernsehen sendete bereits ein regelmäßiges Programm. Unter anderem mit der Tagesschau. Die ersten Fernsehapparate waren extrem teuer. Dafür waren sie auch echt schick und vor allem wahnsinnig schwer.
Wie man richtig fernsieht, das brachte einem dann die Tagesschau bei. Man hört verschiedentlich, dass Herr X oder Frau Y bei der Bildbetrachtung vor dem Fernsehschirm nach kurzer Zeit über Flimmern oder sogar über leichte Kopfschmerzen klagen. Was kann man dagegen tun, Herr Professor Schober? Es sind eigentlich nur wenige Regeln. Der erste und wichtigste ist, dass man eine krampfhafte und starre Körperhaltung vermeidet. Liebe Kinder, es ist Zeit für das Kinderprogramm. Wie immer mit ganz viel Spannung, Sport und Spaß bei Adalbert Dickhus. Naja, und weil Seilspringen auf die Dauer langweilig wurde, kam aus Amerika die erste richtig spannende TV-Serie. Juri! Die ersten großen Live-Übertragungen waren der Hit. Zum Beispiel aus England, die Krönung von Königin Elisabeth. Oder die Fußball-Weltmeisterschaft in der Schweiz. Mal schauen, ob die Ungarn dieses 1:0 halten können. Es liegt was in der Luft, da kommt die Ecke, alle verfehlen sie. Ran, 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 2:2. Der Ran geht ran und das ist das 2:2. Das waren die Hits, die schon Mitte der 50er Jahre 1 Million Menschen sehen wollten. Man nannte sie Straßenfeger. Aber nicht, weil die Leute vor Freude die Straße geputzt hätten oder so. Nee, weil die Straßen menschenleer waren, wie leer gefegt. Ein Riesenerfolg waren auch die ersten Filmberichte aus Amerika. Für uns war natürlich nicht nur der Briefkasten neu und dass der Zeitungsbote mit dem Auto vorbeikommt. Wer nach Amerika kommt, der macht sich ja darauf gefasst, dass alles ein bisschen anders ist als zu Hause. Das ist das Beste in Mrs. Harris' Küche, der Geschirrwascher. So einen möchte ich auch zu Hause haben. Am Anfang gab es nur ein Programm, die ARD, und das über 10 Jahre lang. Und dann kam das ZDF. Guten Abend! Aber uns geht es ja hauptsächlich um die ARD. Ja, mir ja auch! Die ARD war gerade mal 14 Jahre alt, als sie was ganz Verrücktes machen will. Ein Weltraumabenteuer. Und das lange vor dem Krieg der Sterne. Heute ist das Ganze Kult. Raumpatrouille Orion. Na, den Krieg der Sterne hätten die tapferen Raumfahrer damals nicht gewinnen können. Man beachte nur das Steuerpult, das ist ein Bügeleisen. Und dann die Popmusik der 60er Jahre. Man nannte sie auch Beatmusik. Für uns hörte sich heutzutage wahrscheinlich ziemlich harmlos an, aber für damalige Verhältnisse war das richtig wild. Das ging so ungefähr so. She loves you, yeah, 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 she loves you. So gefährlich, dass vor der ersten Beatmusiksendung der Ansage beruhigende Worte fallen lassen muss. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Fernsehen, die nur für euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die diese Beatmusik vielleicht nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis. Kinder, wisst ihr noch, wer ich bin? Ja, ich bin Caesar, der Hase Caesar, der mutige Hase Caesar. Ich komme mal rein. Und ich freue mich, dass ich hier im Tigerentenclub sein kann. Schön ist es hier. Alles so schön, schön bunt. Wir freuen uns auch, dass du uns mal besuchen kommst im Tigerentenclub, Caesar. Du betonst ja immer, dass du so wahnsinnig mutig bist. Wie wird man denn eigentlich so ein mutiger Hase? Das ist überhaupt kein Problem. Du musst dich nur mit Feiglingen umgeben. Da bist du automatisch mutig. Wie bist du denn als Hase überhaupt zum Fernsehen gekommen? Einfach mal so vorbeigehoppelt oder was? Nee, ich bin richtig entdeckt worden. Ich habe mitgemacht in einer Sendung, die hieß Märchenraten mit Kasper und René, und da wurde ich entdeckt und habe meine eigene Sendereihe bekommen. Du hast ja auch immer Gäste in deiner Sendung. Wer war dein Lieblingsgast? Immer der, der gerade da war. Sonst wäre das ja ungerecht. Und der, der mich auf der Hand hat, den mache ich natürlich auch, sonst wäre ich ja nicht lebendig. Obwohl die Stimme, die mir gegeben hat, die geht mir manchmal ein bisschen auf den Keks. Nein, 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 mal nicht so frech. Die Stimme und gleichzeitig der Erfinder vom Hasen Caesar ist Wolfgang Buresch. Herzlich willkommen. Hallo. Warum hast du dir denn eigentlich einen Hasen ausgesucht und jetzt keinen Teddy oder so, Wolfgang? Ist tatsächlich so, wie der Caesar gesagt hat. Er wurde entdeckt in einer anderen Sendung und kriegte seine eigene Senderei. Keine schlechte Karriere. Der Hase Caesar hat ja auch eine eigene Sendung gehabt.
Schlager für Schlappohren nannte. Bitte schön, habe ich das immer gesagt. Bitte schön. Hm? Bitte schön. Da wurden immer die neuesten Hits gespielt. Hm? Und somit war der Hase Cäsar einer der besten oder der ersten DJs in Deutschland. Aber der allererste DJ, das war Chris Howland. Und den haben wir auch heute hier. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Hi. 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 Cäsar. Hallo. Grüß dich. Dich kenne ich ja wirklich gut. Du bist älter geworden, du. Ja, du nicht, aber du bist genauso. Lange, lange Zeit nicht gesehen. So 30 Jahre muss es sein. Gut 30 Jahre. 30 Jahre. Aber du siehst gut aus, nicht? Ja, nicht? Ja, genauso frech wie damals, nicht? Da. Chris, du warst schon berühmt und im Fernsehen, da war ich, weiß ich nicht, wir waren ja gar nicht geboren, vor 40 Jahren oder noch länger, glaube ich. Ja, ja. Da warst du praktisch der erste DJ, ne, in Deutschland. Ja, gab es dieses Wort DJ damals schon oder wie hat man dich genannt? Plattenspieler oder Aufleger? Nee, die haben mich der Schallplattenjockey genannt. Der Schallplattenjockey. Ja, ja. Mein Mund war ganz voll. Ja, DJ, das Wort gab es dann erst später. DJ kam, ja, wir waren, in Englisch waren wir ein DJ, aber das kam später in Deutschland, ja. Du und Cäsar, ihr seid übrigens alte Freunde. Du hast uns einen kleinen Ausschnitt mitgebracht von einem Besuch. Ja, ich habe dich dann damals besucht, oder du mich. Ja, du hast mich besucht. Ja, Schlager ich nicht besucht. Ja, du hast Schlager besucht. Für Schlappohren also, hieß das damals. Ja. Superkalifragilistisch, expialidorisch. Dieses Wort ist wunderbar und außerdem rhetorisch. Will man deine Meinung hören, sag ich das rhetorisch. Superkalifragilistisch, expialidorisch. Du, ja. Chris, das ist prima. Weißt du eigentlich, wie du deine Ansagen machst? Nee, keine Ahnung. Ich hab nie gehört. Leg mal die nächste Platte auf. Ja. Ich mach dir dann mal vor, wie du deine Ansagen machst. So. Hallo, meine Freunde, wie geht's? Was? Euer Freund Heinrich Pumpernickel stellt euch den neuen Schlager von Franz Kafka vor. Computer Nummer 3. Nee. Boing. Nee, das kann ich nicht hören. Doch, so machst du deine Ansagen. Nein, das stimmt nicht. Doch, so klingt das. Hast du eine Ahnung, wie du klingst? Nee, weiß ich nicht. Und als nächstes, oh, singt Froskal, Computer Nummer 3, bitteschön. Da war so ein Wort drin, was war das? Superkalifragilistisch-expialigorisch. Das war Mary Poppins, ein Film, ein bekannter Film. Habt ihr das gesehen? Kennt ihr? Nicht? Und da habe ich dann dieses Lied gesungen, die Mary Poppins hat das Lied gesungen, das war ein magisches Wort. Und das habe ich dann die deutsche Version. Superkalifragilistisch-expialigorisch. Ja. Also du hast gesungen, du warst DJ und du warst der Erste, der die versteckte Kamera nach Deutschland gebracht hat. Ja, ja. Du hast uns auch gleich einen Ausschnitt aus der allerersten Sendung mitgebracht. Kannst du kurz erklären, worum es da geht? Wir haben zwei Schrottautos gekauft, die auseinandergenommen und dann mit Kaugummi, wir haben die ganze Nacht gekaut, haben wir diese zwei Schrottautos zusammengeklebt auf eine Straße mit einem Platz dazwischen. Und dann kam unser Lockvogel, der Harry Pagel, und hat versucht rein zu parken. Aber er braucht nur eine von diesen Autos zu tippen und fällt er auseinander. Oh, nicht? Das Rest kann man sehen in dieser Geschichte. Wir haben etwas vorbereitet. Was Sie sehen? Das war ich, früher. Kommen Sie mit. Oh, schön. Schön jung. Das war der Heli. Das ist ein Lockvogel gewesen. Das ist der Lockvogel. Ja. Er steigt. Sehen Sie, da sind die zwei Autos da. Das ist der Mann, der helfen soll. Wir haben ihn gebeten zu helfen. Er winkt rein, nicht? Ja. Er hat keine Ahnung, dass er gefilmt wird. So, komm, sagte er. Und geht der Heli zurück. Und gleich wird er Vollgas geben. Oh. Aus Versehen, aber er macht es mit Absicht. Zack, ein Auto kaputt. Und dann, pass auf, zack, ist das zweite kaputt. Oh. Und dann wird er behaupten, dass der Mann ihm falsche Einweisungen gegeben hat. Er sagte zu diesem Mann, das war er schuld. Und wie ist das Ganze ausgegangen? Der war ganz sauer. Er war ganz sauer, weil er sagte, hier, fing er an, so zu machen. Ne? Aber am Schluss dann, es ging in Ordnung. Ihr seht, es gibt viele spannende Geschichten über das Fernsehen von früher. Nachher reden wir noch mit der Stimme von Pumuckl, dem Erfinder der Maus, und über Ernie und Bert. Aber jetzt geht's erst mal weiter mit dem Märchen von den sechs Dienern. Ja, da erinnert ihr euch bestimmt an den ersten Teil. Der Prinz ist wahnsinnig verliebt in die Prinzessin, aber blöderweise gibt es da die böse Königin und die stellt jedem Bewerber so schwere Aufgaben, dass es fast unmöglich ist zu lösen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es dem Prinzen gelingt, den verlorenen Ohrring aus dem Meer zu bergen. Den Ohrring? Ja. Sehr spannend.
schön, dass der Prinz die Prinzessin aus den Klauen ihrer fiesen Mutter befreien konnte. Ja, ohne seine 6 Diener hätte er das wohl nicht geschafft. Ja, stimmt wohl. Bei unserem Film geht es jetzt ums Fernsehen. Und immer wenn ihr glaubt, dass wir euch anschwindeln, drückt ihr auf euren Knopf und bekommt einen Punkt dafür. Papa Löwe gibt den Tigerenten ab und zu mal einen kleinen Tipp und Günther hilft bei den Fröschen nach. Ja, und Philipp hat auch schon seine Öhrchen ganz gespitzt, okay? Es steht 2:0 für die Tigerenten. Aufgepasst, es geht los. Fernsehen, also in die Ferne sehen können, davon haben die Menschen schon immer geträumt. Die ersten, die so ein Fernsehgerät hatten, waren die Piraten. Richtiges Fernsehen geht viel weiter. Ganz früher wurden die Bilder durch eine Lochscheibe in elektrische Wellen zerlegt und woanders sichtbar gemacht. Um auf den ersten Fernsehbildern was zu erkennen, brauchte man eine Lupe, denn der Bildschirm war kaum größer als eine Briefmarke. Auf die Tigerenten. Da haben schon die Tigerenten gedrückt. Habe ich ja fast gar nicht gesehen. Was denn? Wegen der Lupe. Das stimmt leider, denn die ersten Fernsehbildschirme, die waren nur 4×4 cm groß. Und es war also wirklich mini und da konntest du kaum was erkennen. Leider falsch gedrückt. Der Punkt geht an die Frösche. 2:1. Auf der Funkausstellung 1928 war der sogenannte Zauberspiegel die Sensation. Frau Patschke und Hex waren die Stars der ersten Fernsehversuchssendung 1934. Die meisten haben das noch für Schwindel gehalten und gedacht, Frau Patschke säße im Fernseher drin. Zuschauen konnte man damals daheim vom Sofa aus noch nicht. Wie ins Kino gingen die Leute in die öffentlichen Fernsehstuben. Aber da drin wurde es bald zu eng. Stopp, da haben die Tigerenten schon wieder gedrückt. Warum denn? Das im Kino kann nicht sein, weil da gibt's doch Kino. Doch, Kino gab's schon und auch diese Fernsehstuben. Da haben sich die Leute getroffen, die haben einen Eintritt bezahlt und da stand ein Fernseher und dann konnten die alle zusammen gucken, weil so viele Fernseher gab's ja noch gar nicht. Die waren sehr wertvoll. Den Punkt kann ich euch leider nicht geben. Die Frösche kriegen schon wieder einen Punkt. 2:2. Damit alle besser sehen konnten, hat man dann richtig hohe Türme gebaut. Die Fernsehtürme. Aha, Frösche? Da in den Fernsehtürmen, da waren keine Fernseher da. Ja, auf jeden Fall waren die Türme nicht dafür da, dass man in die Ferne sehen konnte, sondern damit sie die Funkwellen, die Fernsehwellen übertragen. Ganz genau, Punkt geht an die Frösche, 3:2. Von der Olympiade 1936 in Berlin gab es die ersten Live-Übertragungen. Fernsehkanonen hat man die Kameras genannt. Und manche Sportler haben wirklich gedacht, die wären nicht nur zum Bilderschießen da und sind vor Angst davongelaufen. Aha, Tigerenten haben gedrückt. Warum? Das stimmt nicht, dass die vor Angst davongelaufen sind. Also ich habe das auch nicht geglaubt, aber es stimmt leider wirklich. Und zwar ein Japaner hat das gebracht, Kohei Murakoso. Der hat irgendwie beim 10.000 Meter Lauf, hat er sich so erschrocken, als plötzlich eine Kamera da war, dass er schnell aus dem Bild gelaufen ist und hatte dadurch verloren. Es war keine Flunkerei und kein Fehler. Punkt geht an die Frösche. 4:2. Die ersten Fernseher fürs Wohnzimmer gab es in den 50er Jahren, aber die kosteten noch mehr als 2 Monatsgehälter. Außerdem musste jeder, der sich einen Fernseher angeschafft hatte, erstmal in die Fernsehschule gehen. Zum Fernsehen haben sich damals alle getroffen. Die Straßen waren wie leergefegt, als 69 die Besatzung vom Raumschiff Orion zum ersten Mal auf dem Mars landete. Der erste Fernsehsatellit hat es möglich gemacht. Heute gibt es hunderte davon. Und die funken so viele Programme auf unsere Satellitenschüsseln, dass jeder einen eigenen Fernseher braucht. Sportkanal für Papa, Frau-TV für Mama, Kinderkanal für die Kids und Wow-TV für Bello. Ah ja, Frösche. Da gibt's keinen Wow-TV. Nee, Wow-TV ist totaler Blödsinn. Gibt's nicht. Punkt für euch. 5:2. Aber das Tollste kommt erst noch. In ihren Labors arbeiten die Fernsehwissenschaftler an einer ganz geheimen Erfindung. Schon bald könnt ihr zum Fernsehen auch fern riechen. Tigerenten? Da kann man auch riechen, als wenn das... Das ist schon Blödsinn, ja, dass die daran arbeiten. Also Käse möchte man auch gar nicht da riechen. Denkt auch keiner dran, weil sonst... Ja, Punkt geht an euch, 5:3. War der Film. Ihr habt 2 Fehler nicht erkannt. Einmal haben wir von einer Fernsehschule geredet. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Es war erstunken und erlogen. Eine Fernsehschule gab es nicht. Dann
Was hatten wir noch? Ah ja, mit dem Raumschiff Orion, das 1969 zum ersten Mal auf dem Mars landete. War natürlich auch völliger Blödsinn. Raumschiff Orion, das war ein Raumschiff aus Raumpatrouille Orion und das war der erste Science-Fiction, die erste Science-Fiction-Serie im Fernsehen. Das war das zweite Spiel und es steht 5:3 für die Frösche. Wir haben heute ja schon viel über die Vergangenheit des Fernsehens erfahren und jetzt werfen wir einen Blick in die Zukunft. Genau, ab November wird es im Ersten nämlich eine neue Kinderserie für euch geben, wöchentlich. Und die spielt in einer Fabrik, besser gesagt in einem Jugendzentrum. Sie heißt Fabrics und da waren wir natürlich bei den Dreharbeiten für euch mit dabei. Also ich bin hier eigentlich der Jüngste und das hier ist der Älteste. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, Fabrics? Ja, wir wollten eine Geschichte für Kinder erzählen, von Kindern, Freunden, die in einem Jugendzentrum zusammen ihre Abenteuer erleben und ihre Freizeit erleben. Lebenslust und erste Liebe. Du gemeiner Mistkerl! Teenie-Stars in der alten Fabrikhalle, Diebstahl, erwischt werden, freche Kinder. Fabrics ist ein Jugendzentrum, wo es fetzt. Und dann haben wir die Mauer gebaut. Und dahinter... War da gar nichts? Da war gar nichts. Und da hinten das Studio gebaut. Cool. Ja, und dann haben wir den Kim angestellt. Der hat hier die Graffitis gesprayt. Haben ein Internet-Café, sollte es ursprünglich sein, ein Netcage gebaut. Wo ist der Café? Das Café ist jetzt nicht mehr hier bei den, Internet, bei den Computern, sondern das Café ist da um die Ecke. Und da hinten ist noch ein Spielraum, da siehst du schon. Den Billardtisch und da hinten ist noch eine Kuschelecke. Also das ist unsere Kuschelecke. Da lesen wir immer, bubeln rum und ruhen uns aus. Naja, manchmal wenigstens. Aber eigentlich sind wir schon eine ziemlich wilde Meute. Jetzt sind wir auf dem Dach unserer Fabrikhalle. Hier arbeiten alle mit. Das Team mit 50 Leuten, wir Kinder, erwachsene Schauspieler und ich als Carlo. Mit meinem Kuscheltier, dem Günther Kastenfrosch in klein. Da mit dem schwarzen T-Shirt, kommst du ein bisschen weiter vor? Noch ein bisschen? Okay, wir drehen. Vom Dach haben wir was ganz Gefährliches gefilmt. Der freche Dennis bei einer Mutprobe. Keine Angst, er hängt ganz sicher an dem Seil. Halt durch, Dennis! Wieder unten im Jugendzentrum. Danke, Kamera. Esther, unsere Prinzessin, schmachtet, kriegt einen Kuss und einen gefälschten Liebesbrief. Und unser neuer Leiter wird echt fabriksmäßig empfangen. Bist du okay? Mann, pass doch auf! Was stehst du da im Weg? Was spinnst du? Du hast mich umgenietet. Die Teile sind hier drin sowieso nicht erlaubt. Das gilt auch für dich, ist es klar? Du hast mir gar nichts zu sagen. Sieh endlich Lani, Klugscheiße. Danke, die Spaß. Danke, die Spaß. Fabrics ist wie ein richtiges Jugendzentrum. Nicht nur Fernsehen. Auch wenn wir nicht drehen, sind wir echt gern hier. Man kann kickern. Das ist das Liebste eigentlich, was ich überhaupt mache. Yippie, wir haben Tor geschossen. Dann spiele ich wieder den Carlo und muss meine Filmschwester Chana trösten. Für sowas bin ich zuständig. Also zum Knuddeln gegen Stress mit den Eltern, Vater weg, Streit. Bist du sauer auf mich? Warum? Eigentlich ist es hier eigentlich gar keine echte Wohnung. Alles eigentlich nur Lügerei. Eigentlich alles nur Holz, Pappe und so. Scheiß. Also da wohnen alle Familien eigentlich, die mitspielen. 11, 12, 10. Einen Fitnessraum haben wir auch. Vor allem aber Spaß miteinander. Wir sind ganz unterschiedlich und gerade deswegen Freunde. Ohne Hauptdarsteller. Oder vielmehr, alle Hauptdarsteller. Einer für alle. Und wenn jemand zusammengeschissen wird, dann. Dann schnauzt das ganze Team zusammen. Apropos
Geburtstag und 50 Jahre ARD. Wir feiern im Tiergartenclub ja auch bald ein ganz großes Jubiläum, und zwar die 250. Sendung. Ja, und zwar live in Hamburg. Unsere Riesengeburtstagsfeier steigt am 14. Oktober um 12 Uhr auf dem Hamburger Fischmarkt. Und was euch da alles erwartet, seht selbst. Hey, Blümchen kommt zu uns. Ist doch klar, die hat's ja auch nicht weit. Die kommt ja hier aus Hamburg. Und wir freuen uns ganz doll auf Janosch. Die Band ohne Namen wird kommen. Und die Chicks stellen ihre neue Single vor. Außerdem sorgen die Comedy-Akrobaten vom Team Rosa mächtig für Chaos. Und wir haben die besten Stunt-Leute Deutschlands bei uns. Und hier auf dem Fischmarktgelände wird unsere Bühne stehen. Und weil gleich nebenan die Elbe fließt, gibt es für unsere Mannschaften spannende Wasserspiele. Die Pepperkörner sind live dabei. Wir schauen bei den Kindern vom Alstertal vorbei. Es gibt jede Menge Bilder und Geschichten von und über Hamburg zu sehen. Und zwei alte Bekannte haben wir auch noch für euch eingeladen. Also am 14. Oktober, Punkt 12 Uhr geht's los. Tiergartenclub live vom Hamburger Fischmarktgelände. Wir freuen uns auf euch. Bis dann, tschüss. Also ihr seht, Hamburg ist eine geniale Stadt, deswegen wollen wir mit euch da auch eine riesen Party feiern. Natürlich gibt es vorher und nach der Sendung auch ein riesen Kinderfest dort. Aber jetzt freuen wir uns auf ein weltberühmtes Schweinchen. Wir haben euch ja schon so einiges über die Anfänge des Kinderfernsehens gezeigt. Und die Geschichten von Schweinchen Dick und Daffy Duck gehören zu diesen Anfängen einfach dazu. Hier ist eine. Daffy Duck das arme Schweinchen ja ganz schön reingelegt. Findet ihr das eigentlich okay? Ja schon, ja? Weil er so schlau war und seine Freunde als seine Familie verkleidet hat. Was meinst du? Ich finde es auch gut, weil das sieht man, dass man keine Waffen braucht, um schlau zu sein. Wärt ihr eigentlich lieber die Ente oder das Schweinchen? Die Ente, weil sie so schlau ist. Und was wärst du? Und weil sie so lustig spricht. Ja, ich wäre natürlich auch lieber die Ente. Dann könnte ich jetzt ganz schnell dahin fliegen, wo Dennis ist. Der macht nämlich gerade einen Zwischenstopp auf unserer Reise durch die Geschichte des Fernsehens. Wir schalten mal zu ihm um. Dennis, hörst du uns? Hallo, es ist 1963 und ich bin hier in Berlin, wo das Fernsehen gerade über den Besuch des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy berichtet. Ich bin ein Berliner. Peace! Willkommen in den 60ern. Aber bevor wir weitermachen im Programm, erstmal ein bisschen Werbung. Hallo, ich möchte Ihnen gern die neue Schokolade mit dem kühlen Kern zeigen von Dr. Hillers. Ja, wie soll ich Ihnen die beschreiben? Die kann man ja gar nicht beschreiben. Die müssen Sie probieren. Oh, Scheibe ist dazwischen. Moment, natürlich. Es tut mir leid um Ihren schönen Fernsehapparat, aber... Hier, jetzt können Sie probieren. Dr. Hillers Pfefferminzschokolade. Es war 1967 aber auch endlich an der Zeit, die alten Schwarz-Weiß-Geräte zu zerdeppern. Gut, die Bilder sind zwar immer noch schwarz-weiß, aber das wird Bundeskanzler Willy Brandt gleich ändern. Gebe ich jetzt gewissermaßen den Startschuss für das deutsche Farbfernsehen. Meine Damen und Herren, hier im Saal und auch zu Hause am Bildschirm, guten Abend. Als Feuerwehrmann stand der Brave hinter den Kulissen. Hey, was soll denn das? Wir haben doch jetzt Farbfernsehen. Dankeschön, gleich viel besser. Kein Wunder, dass die Menschen damals süchtig wurden nach der Mattscheibe und hineinglotzten, egal ob der Apparat jetzt funktionierte oder nicht. Heute ist der Apparat ja nur kaputt. Gott sei Dank, da kann man sich wenigstens mal unterhalten. Oder früh ins Bett gehen. Ich gehe nach den Spätnachrichten der Tagesschau ins Bett. Aber der Fernseher ist doch kaputt. Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe. Soll ja sogar Menschen geben, die sich vor eine Waschmaschine setzen und sich wundern, warum die Fernbedienung nicht funktioniert. Das könnte mir nie passieren. Schluss mit der Spielerei. Es gibt so viel Neues zu entdecken, zum Beispiel Werbung in Farbe. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich für euch tanken? Jawohl, Esso Extra. Packen Sie mir mal den Tiger in den Tank. Das Fernsehen zeigt zum ersten Mal bunte Bilder unserer Erde aus dem Weltraum. Astronauten nehmen TV-Kameras mit auf den Mond und in aller Welt sitzen Millionen von Zuschauern vor den Apparaten und sind live dabei.
Auf der Erde feiert die damalige DDR 20. Geburtstag, noch in Schwarz-Weiß und mit einem Lied der Stars ihres Kinderfernsehens. Republik und bringen als Geschenke unsere Zukunftslehre mit. Drum singen wir ein Dankeschön für unsere Republik. Und nehmen zur Geburtstagsfeier eure Blumen mit. Und mich, Baron, nennt man Lemmy. Ich bin ein Bücherwurm. Welch kapitaler Hecht ließe sich mit einem solchen Wurm fangen? Wie bitte? Kekse? Ja, Kekse! Kekse! Die Sesamstraße kam nach Deutschland. Das war vor 27 Jahren. Oho! Kuchen! Hey, was soll das? Krümel machen, Krümel, Krümel. Schmeckt so gut, schmeckt so gut. Hey, man nennt mich zwar Klein Bibo, aber ich bin ziemlich groß. Du bist ziemlich groß, na, das sieht ja jeder. Aber ich bin größer als du, ja, bin ich? Ja. Ja. Du magst ja ziemlich groß sein. Und du da bist vielleicht doch größer. Ja. Aber wisst ihr, wer hier am größten ist? Wer? Ich. Jetzt ist das Ganze natürlich ein Museum. Echte Fernsehstudios sehen heutzutage ganz anders aus. Und selbst solche kleinen Kameras hier, das sind so Digitalkameras, die können heute mehr als diese alten Viecher von damals, diese Riesenteile. Ihr habt ja zum Beispiel auch euren eigenen Kanal, den Kika, das hätte sich Adalbert Dickhut sicherlich nicht träumen lassen. Aber einige Dinge waren damals so gut, dass es sie heute noch gibt, Pamela. Ja, nicht nur die Tagesschau oder die Sendung mit der Maus. Nee, auch die Sendung mit den vielen Freunden. Wie hieß sie nochmal? Herr Bundeskanzler, helfen Sie uns doch mal. Hallo, liebe Freunde vom Tiger in den Club. Hey, Miss Judith, das ist kein Pferd. Okay, also ich geb's zu. Das da ist kein Pferd. Das waren Judith und Stefan und dann kamen... Als erstes verbeugst du dich und dann begrüße das Publikum. Ich bin so froh. Und auch heute kennt jeder Fury und Lassie und... Pumuckl! Gib den Bleistift her, Stefan! Du Pumuckl, gehst jetzt her zu mir? Nein, da musst du mich erstmal kriegen! Da wirst du mal schauen, wie ich dich kriege! Ja, 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 ja. Und hab ihn schon, und hab ihn schon! Also, was wollt ihr denn ein? Wer hat dir das erlaubt? Du sollst auslassen! Ich denk ja gar nicht dran! Du dummer Mensch, lass aus! Ich bin ein dummer Mensch, aha! Umschmierst mir die frische Wand voll, dann kratzt mir die polierte Tier rein, ich darf abschleifen, du darfst polieren! Ob dich das interessiert oder nicht, ist mir wohl... Eine Menge von euren Lieblingen haben wir ja schon gesehen. Und Pumuckl, der ist auch unter uns. Besser gesagt, die Stimme von Pumuckl. Hier ist Hans Klarin. Hallo. Hi. Ja, hallo. Hans, sag mal, wie wichtig ist denn eigentlich eine Stimme von einer Comicfigur? Na, die Stimme ist doch was sehr Wichtiges, oder? Also bei so einer gezeichneten Figur, da ist ja die Stimme, merkt man sich ja dann zum Schluss. Und die Stimmen sind ja bei gezeichneten Figuren nicht so, wie die Menschen reden. Mal sind sie ganz tief, mal sind sie ganz hoch oder sie kreischen und krächzen eben so wie der Pumuckl. Und ich glaube, das merkt man sich dann besonders gut. Ist das schwer für dich, deine Stimme zu verstellen? Nein, das ist nicht schwer. Es ist nur anstrengend, also wenn man es sehr lange macht. Und glaub, lange ich mach das hier schon? Jetzt, ich mache es jetzt schon seit 35 Jahren. Das war zuerst was mal eine Kinderfunksendung und dann wurden Schallplatten gemacht und dann hat plötzlich das Fernsehen gesagt, ui, also wenn die schon so viele Schallplatten machen, können wir auch ein Fernsehen machen. Und dann haben wir 56 Fernsehfilme gedreht und dann haben wir Pumuckl TV gemacht und so weiter. Ja. Und jetzt haben wir schon wieder was gedreht, nämlich einen Spielfilm. Mhm. Pumuckl und der Zirkus heißt das und der kommt nächstes Jahr in die Kinos. Oh, wir gucken uns mal eine kleine Szene aus einer Pumuckl-Folge an. Ah, Hänselmännchen! Dieses niedere Pack, wenn ich das Wort schon höre! Aber warum denn? Die arbeiten ja alle, die werken und trappeln. Ja, und du? Ich bin der Pumuckl, jawohl. Was, du bist der Pumuckl. Ah ja. Mhm. Tja, ist ganz schön komisch, wenn die Stimme auf einmal wegfällt, ne? Dann merkt man erstmal, wie wichtig die ist. Will einer von euch mal Pumuckl synchronisieren? Na, wieso einer von euch? Also, das kannst ja du mal machen, Pamela, dann haben die Kinder was zu lachen. Oh, naja, okay. Das ist eine gute Idee, oh. Ja. Also, wenn sie das kann, dann ist sie wirklich eine gute Moderatorin. Warum denn? Die arbeiten ja alle, die werken und trampeln. Na, und du? Ich bin der Pumuckl, jawohl. Was, du bist der Pumuckl. Hi. Toll, oh, bravo. Gott. Wenn wir schon 50 Jahre ARD feiern, dann darf natürlich eine Figur nicht fehlen. Diese hier.
besser als Bescheid. Die Maus, die kleine süße Maus, wie kommt der Saft in die Tüte und wie kommt er wieder raus? Warum hat der Käse Löcher und der Käsekuchen nicht? Und warum brennt auch nachts im Kühlschrank das Licht? Wie kommt die Wurst in die Pelle und wo kommt die Pelle her? Und hier ist einer, der mit dieser Figur immer ganz eng zusammenarbeitet. Hier ist Armin Maywald. Hallo. Hallo. Hallo, Armin. Hallo. Du bist ja der Miterfinder der Sendung mit der Maus. Wann ist dir denn die Idee gekommen, diese ganzen Geschichten zu erzählen, wie eine Glühbirne funktioniert oder wie ein Streichholz entsteht? Ja, das geht schon auf 1969 zurück. Damals wohnten schon viele Kinder in der Stadt und wir haben gesagt, also beim Frühstückstisch wissen die meistens nicht, wo das Brötchen herkommt oder die Milch oder das Ei. Und da haben wir uns überlegt, dass man eigentlich mal den Weg zeigen müsste, den diese Sachen hinter sich haben. Und so waren die ersten Filme eben Brötchen, Milch und Ei und alles andere ist hinterhergekommen. Und da gab es die Maus ja noch gar nicht. Am Anfang hieß es ja auch Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger. Die Maus, die kam erst 71 dazu. Woher wisst ihr denn das alles? Habt ihr irgendwie Berge an Büchern bei euch oder ruft ihr jemanden an? Also wir gucken auch manchmal in Bücher, meistens fragen wir den Menschen Löcher in den Bauch. Also je nachdem, was es für ein Thema ist, wissen wir es am Anfang auch nicht. Wir müssen es halt rumfragen und uns selber erst schlau machen. Und das ist manchmal ganz schön Arbeit. Und jetzt in der Zukunft? Gehen einem da irgendwann mal die Sachen aus? Oder was werdet ihr uns in Zukunft alles erklären? Wie ein Computer funktioniert? Wir haben solche Listen von Themen, die wir noch machen können. Und wir kriegen jede Woche 500 Briefe von Kindern und 500 E-Mails. Und was da gefragt wird, das machen wir dann. Also es lohnt sich durchaus mal an euch zu schreiben. Klar, wir haben ein eigenes Zuschauerbüro. Jeder Brief wird beantwortet. Da wundern sich immer alle drüber. Aber das wird ganz konsequent gemacht. Wer die Maus kennt, kennt natürlich auch Ernie und Bert aus der Sesamstraße. Und der Mann, der für die Sesamstraße verantwortlich ist, den haben wir vorhin als Erfinder vom Hasen Cäsar kennengelernt, nämlich Wolfgang Burisch. Sag mal, Wolfgang, früher, als die Sesamstraße zum ersten Mal bei uns lief in Deutschland, das war 1971, da war sie die Sensation. Wieso eigentlich? So eine Kindersendung hat es vorher nicht gegeben. Es waren fantastische Schauspieler, es war ganz schnell, es waren großartige Musiker, es war schnell geschnitten, es sah aus wie Werbung, es gab viel Musik, es gab viele Songs. Das Kinderprogramm vorher sah so noch nicht aus. Wir schauen uns mal ein paar ganz typische Szenen aus der Sesamstraße an. Ja, es geht los. Hallo, hier spricht Kermit der Frosch aus der Sesamstraße. Mein Name. Graf Zahl nennt man mich, weil ich so schrecklich gern zähle. Mein Name. Ich mag Müll. Überraschung. Mein Name. Mittlerweile gibt es die Sesamstraße ja auf der ganzen Welt, sogar in China. Reden Ernie und Bert da Chinesisch? Na klar reden die Chinesisch, sonst versteht sie doch keiner. Also Menschen können Fragen stellen. Ja. So was, dann gucken wir uns mal an, wie Ernie und Bert auf Deutsch miteinander reden. Ernie. Ja, Bert? Also, weißt du, Ernie, sag mal, was machst du eigentlich mit den Keksen in deinem Bett? Hm? Ich knabbere Kekse, weil ich gerade hungrig bin. Ich knabbere ein paar Kekse, bevor ich einschlafe. Aber Ernie, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass man keine Kekse im Bett isst? Warum denn nicht, Bert? Weil du mit deinen Keksen das Bett voll krümelst, darum nicht. Oh je, wenn ich Kekse in meinem Bett esse, dann fallen Krümel in mein Bett. Und wenn ich Krümel im Bett habe, kommen sie in meinen Schlafanzug. Und wenn ich Krümel in meinem Schlafanzug habe, juckt es. Und dann kann ich nicht einschlafen. Oh, Bert, ich danke dir für deinen Rat, keine Kekse in meinem Bett zu essen. Ja, schon gut. Dann ich schlaf mal jetzt. Mach ich. Aber eins verspreche ich dir, ich esse nie wieder Kekse in meinem Bett. Sehr gut, Ernie. Aber Ernie, was machst du denn jetzt wieder? Ich will Kekse in deinem Bett essen, Bert. Rutsch mal rüber. Na los. Chris, hast du auch eine Lieblingsfigur in der Sesamstraße? Ja, dieser große Vogel mit dem langen Hals, wie heißt er? Bibo, glaube ich, oder? Bibo. Danke, Bibo. Und meine Enkelkinder, die nennen mich der Krummelmonster.
Krümelmonster, warum machst du denn? Ich weiß nicht. Vielleicht sehe ich so aus. Ich habe keine Ahnung. Aber die nennen mich der Krümelmonster. Du hast noch nie gesehen, wenn Chris, wenn er isst, weißt du, dann weißt du, warum der Krümelmonster heißt. Ach so, deswegen. Deswegen ist es. Danke, Hasenzähler. Deswegen, ja. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank an Wolfgang Buresch, an Chris Howland, an Hans Klarin und an Armin Maywald. Und wir machen jetzt weiter mit unserem dritten Spiel. Wir spielen jetzt unser drittes Spiel und ihr seht schon, wir haben unsere schwabbelige Luftkissenmatte aufgebaut. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Hier oben in diesen Knallbonbons ist Konfetti drin. Das sollt ihr so rauskriegen, indem ihr hüpft und an diesen Seilen zieht. Dann fällt das ganze Konfetti raus und unsere Mannschaften müssen das auffangen mit ihren Zylindern. Anschließend müsst ihr das Konfetti hier in diese Röhren füllen und je mehr Konfetti drin ist, desto besser, desto mehr Punkte bekommt ihr nämlich. Und die Tigerenten müssen sich jetzt ordentlich anstrengen, denn im letzten Spiel haben sie sich ein bisschen abhängen lassen. Es steht 5:3 für die Frösche. Und ich gebe das Startzeichen auf die Plätze. Fertig, los! Also kommt in die erste Ladung für die Tigerenten. Oh, nicht alles daneben, nicht alles daneben! Der nächste von den Siegern ist gerade auf die Kasse wieder zurückgehen. Hopp, 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 hopp! Oh, oh, ihr müsst euch schon dann runterstellen, was? Aber jetzt passt gar nicht drin, würde ich sagen. Aus den bisherigen Spielen macht 7:6 für die Frösche, die gewonnen haben. Und die Siegermannschaft bekommt Folgendes. Wir haben hier solche netten, schönen Janosch-Regenschirme gegen Konfetti-Duschen. Enorm sinnvoll. Und ihr werdet natürlich alle Mitglied, Ehrenmitglied im Tigerentenclub für ein Jahr. Kommt her, holt euch eure Preise ab. Los geht's. Und für euch zu Hause gibt's jetzt die Rätselfrage. Also dann um 10 Uhr. Also auf gar Schatzi? Keinen Fall. Schatzi, 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 ich habe eine Überraschung, Überraschung, Überraschung. Ich habe uns einen Fernseher gekauft. Das war ein super Sonderangebot. Spottbillig. Schau mal, hier. Da. Was ist das denn? Ey, du hast wieder Müll gekauft. Nee, 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 nee. Moment. Das ist. Oh Gott. Wenn dich das ist, alleine lässt. Nee, nee, nee. Das ist ein Naturfilm. Ameisen im Schneesturm. Hey. Ja. Ja, was soll das für ein Programm sein? Das ist eine Live-Sendung von der neuen Mars-Sonde Störung. Ja, ja. Mars, genau. Gibt's da auch mal ein Programm, wo man was sehen kann? Ja, ja klar. Ja, ja. Also,
Das gibt's doch gar nicht. Ich verstehe gar nicht, warum diese Amazon-Filme so beliebt sind. Du lässt dir immer wieder den letzten Ramsch andrehen. Ich habe dir schon 100.000 Mal gesagt, Großeinkäufe machen wir zusammen, klar? Aber, Schatzi, ich wollte dich doch überraschen. Und außerdem, der war spottbillig. Und weißt du, was sogar noch mit dabei war? Dieser praktische, Wäscheständer. Ich glaub's nicht. Das Ding gehört aufs Dach. Kein Wunder, dass wir hier unten nichts sehen können auf dem Bildschirm. Oh, Hasi. Oh, Hasi, jetzt sei doch nicht sauer. Mann, wisst ihr, wie das Ding heißt, mit dem man Fernsehprogramme empfangen kann, was meistens auf dem Dach zu sehen ist? Ja, man schreibt die richtige Lösung auf eine Postkarte und schickt sie an folgende Adresse. An Tigerentenclub. 70150 Stuttgart. Einsendeschluss ist der kommende Dienstag, Hasi. Heute könnt ihr folgende Preise gewinnen. Was ist denn jetzt? Sag doch mal. Also, es gibt CD-ROMs von Simsalagrim. Ihr könnt Jojo und Doc Croc als Plüschfiguren gewinnen. Bücher gibt es, und zwar eins, wie die Bilder laufen lernten. Das ist ein Buch über die Geschichte des Fernsehens. Und ein Buch über Spezialeffekte beim Fernsehen. Da wird euch erklärt, wie das beim Fernsehen gemacht wird, wenn Menschen durch die Luft fliegen oder wenn ein Auto explodiert oder solche Sachen. Schatzi, darf ich auch eins? Ja, ja, eins darfst du. Und als Hauptpreis diese Tigerente als Bilderrahmen. Sehr schön. Und die Gewinner stehen im Internet unter www.tigerentenclub.de und auf der ARD-Videotextseite 376. Die richtige Lösung der letzten Woche war übrigens Eselsohren. So, und jetzt schreiben wir auch wieder ein kleines Stück Fernsehgeschichte. Ihr habt uns viel geschrieben und wolltet immer mal wieder Renate, unsere gute alte Renate, wiedersehen. Und da zeigen wir euch jetzt eine Folge, und zwar eine der ersten Folgen. Hier ist Renate. 1, 2, 3, 4! Renate, Renate! Händchen gefällig, los geht's! Alle Mann an Deck! Worauf wartet ihr noch, ihr wasserscheuen Landratten? Lasst die Schiffssirene heulen! Hey, Opa! Ja. Machst du dein Patent für eine Fahrt im Trockenen? Nee, ich nehme nur Abschied von meiner treuen alten Tanja, bevor sie endgültig auf dem Schiffsfriedhof landet. Schiffsfriedhof? Der alte Pott ist noch aus reinen Schuss. Diesen Korn wieder flott zu kriegen, würde mehr kosten, als wir jemals haben werden, Renate. Leb wohl, treue Tanja. Wir kreuzen nie mehr über die sieben Meere. Helle, wir müssen unbedingt was tun. Opa ist ein Seemann, und ein Seemann ohne Schiff ist wie ein Cowboy ohne Pferd. Aber wie sollten wir den verwitterten Kutter ohne entsprechende Geldmittel wieder in Schuss bekommen? Ich will, dass Opas Boot das absolut tollste Schiff im ganzen Hafen wird. Und noch viel schnittiger als dieser Korn. Du meinst diese Yacht? Mann, ich wüsste gern, wer verdient so viel Kohle und kann sich so eine Yacht kaufen? Aussteigen! Nein, die Sanders-Familie! Das hätte ich mir denken können! Was glotzt du so blöde in der Gegend rum? Das geht dich gar nichts an, du blöde Tussi! Sag mal, Vera, braucht man eigentlich einen Waffenschein für dieses Outfit? Du bist nur neidisch! Zufrieden, Schätzchen? Naja, es ist gerade so zu akzeptieren. Ich mache einen Schönheitsschlaf. Du kannst ja kurz die paar Sachen einladen. Sander spielt mal wieder den Lastesel. Schnucki-Putzi, wärst du so liebenswürdig, deinem armen Vater etwas zu helfen? Nein, tut mir leid. Ich habe Kopfschmerzen. Oh, meine arme kleine Prinzessin. Vati möchte, dass du heute ein sehr, sehr braves Mädchen bist. Der liebe Onkel Crawford wird hier nämlich bald auftauchen und wir werden unheimlich wichtige Geschäfte zu besprechen haben. Wen interessiert das? Es sollte dich interessieren, weil ich mit diesem Besuch eine Menge Geld verdiene. Und wenn ich eine Menge Geld verdiene, können deine Mutter und du es wieder ausgeben. Also solltest du so nett sein, etwas zu helfen.
Bevor Mr. Crawford kommt, muss ich das Schiff noch überprüfen. Hallo, Herr Sanders, ich helfe Ihnen gern. Das ist ja reizend. Das haben wir gleich. Das ist aber wirklich ein oberschicker Anzug, den Sie da anhaben. Ich danke dir, mein Kind. Hiervon kannst du dir vielleicht ein Eis kaufen. Oder was auch immer einfachen Leuten eine Freude macht. Nein, danke. Das ist wirklich nicht nötig. Das geht schon so in Ordnung. Es war mir ein Vergnügen, Ihnen zu helfen. Was soll diese plumpe Bescheidenheitsmasche? Das siehst du falsch, Vera. Wirklich. Es tut mir leid, dass ich vorhin so grob zu dir war. Ich war wohl tatsächlich neidisch. Lieber Herr Sanders, würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich mich mit Pelle auf Ihrer Superjacht mal kurz umsehen würde, bevor Sie in See stechen? Nein, natürlich nicht, mein Kleines. Du darfst dir meinen Luxus betrachten. Passt bloß auf, dass ihr mit euren Dreckfingern nichts kaputt macht. Und hier seht ihr alle wichtigen Kontrollanzeigen. Mensch, das muss ganz schön schwer sein, dieses Ding zu steuern. Ja, da hast du recht. Aber für einen erfahrenen Seemann, wie ich es bin, ist es selbstverständlich kein Problem. Was Sie nicht sagen. Ist in dem Schiff Ultraschall in das Navigationssystem eingebaut oder arbeitet es noch mit Sonar, verehrter Herr Sanders? Sonar? Weißt du, ich... Die meisten Schiffe haben ein digitales Sonarsystem. Und wahrscheinlich hat dieses einen Doppelkammer-Einspritzturbo anstatt der altmodischen vierblättrigen Antriebsschraube. Vierblättrige... Da müsste ich noch mal im Handbuch nachsehen. So, liebe Kinder, ich glaube, das reicht fürs Erste. Geht ihr schön nach Hause. Ich unternehme mit dem Flitzer eine Probefahrt. Erzähl schon, was hast du denn angestellt? Ach, eigentlich nichts Großartiges. Ich habe bloß ein paar Schilder ausgetauscht. Mach's gut, Vera. Angenehme Schiffsreise. Bäh. Ja. Seht ihr, was soll der Quatsch? Du bist ein dummer Vollidiot! Was hattest du vor, mich umzubringen? Warte doch! Wo willst du hin? Nach Haus! Bevor es dir noch gelingt! Schätzchen, ich habe doch ein sehr wichtiges Geschäft mit Mr. Crawford zu besprechen. Und auf einer Seereise wäre das in gefälligem Ambiente viel leichter. Ich habe die Lösung! Los, schnell! Warten Sie! Es wird alles bald in bester Ordnung sein, Frau Sanders! Ich besorge Ihnen ein wundervolles Schiff, das viel besser ist als Ihre olle Suppenschüssel. Und es gibt sogar eine Mannschaft und einen Koch dazu. Interessant. Und wie viel? Alles, was Sie haben. Wir treffen uns hier. Es wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Denkst du, das könnte reichen? Ja, das langt. Seht ihr? Alles löst sich in Wohlgefallen auf. Ja, so wie unser Boot. Und so fuhr sie über die See, dabei war ihr das Herz so weh. Der Ozean war voller Frust und Trost hat sie an des Käpt'ns Brust. Opa! Opa, du musst deine Ausgehuniform aufbügeln. Wir werden nämlich bald in See stechen. Was soll das? Ich bin zu alt für solche Scherze, Renorde. Und du weißt auch selbst am besten, ohne ein Schiff kann man nicht in See stechen. Opa, komm doch mal kurz mit ans Fenster. Siehst du das? Heiliger Klappaudermann, was geht denn da vor sich? Tada! Siehst du, wie die Jungs reinhauen? Die haben den alten Korn in 0,0 auf Vordermann. Das ist nett von dir, Renorde. Aber Kaugummi und Farbe halten den Port höchstens 3 Tage zusammen. Wir brauchen nur einen einzigen Tag, Opa. Wo steckt die kleine Ratte nur? Wir werden schon noch früh genug versinken. Ich will dieses sogenannte Schiff wenigstens mal sehen, bevor Crawford auftaucht. Ach, du meine Güte, da kommt Mr. Crawford ja schon. Mr. Crawford, wie schön, Sie hier zu sehen. Und wenn ich in aller Bescheidenheit hinzufügen darf, welch wundervolles Auto. Ein ziemlich wertvoller Klassiker, Sanders. So etwas wird heute gar nicht mehr hergestellt. So ein Fahrzeug nenne ich ein richtiges Auto. Wo ist das Schiff, mit dem Sie mir dauernd in den Ohren gelegen haben? Ich hoffe, es ist noch nicht angesoffen. Nein, es müsste jeden Moment hier sein. Was ist das denn? Das Schiff betrete ich nicht. Ein alter, romantischer Klassiker. Wirklich gut gemacht, Sanders. Dieser Kahn ist genau der Richtige. Er erinnert mich an meine Jugend, als ich als Heizer gearbeitet habe. Alles, was Beine hat, sofort an Bord kommen! Na, Opa, ist das nicht ein Traum? Ja, das ist herrlich, endlich mal wieder auf See schippern zu können. Ich hoffe nur, die Planken halten noch eine Weile zusammen. Wie geht das denn meinen Passagieren? Oh, die haben noch nie in ihrem Leben so viel Spaß gehabt.
Sie müssen noch ein bisschen von meiner Fischsuppe nehmen. Ausgezeichnet. Nur nicht so schüchtern, Sam, das essen Sie auf. Da wäre noch diese geschäftliche Angelegenheit, die wir besprechen wollten, lieber Crawford. Dafür werden wir später noch Zeit haben. Ich finde, wir sollten erst etwas Lustiges unternehmen. Hey, Süße, möchten Sie Wasserski da? Wissen Sie lieber nicht. Ich bin völlig unsportlich. Wasserski ist kein Problem. Skipper, wir brauchen noch mehr Dampf auf dem Kessel. Frau Sanders hat den Wunsch geäußert, Wasserski zu laufen. Maschinenraum, volle Kraft voraus. Frau Sanders will Wasserski laufen. Gib her. Den brauche ich auch noch. Kid, was machst du da? Was wird das denn? Jetzt geht's ab in die Fluten. Holt aus der Maschine raus, was ihr könnt, Leute! Sie wollen schneller? Selbstverständlich wird er das sofort ändern. Hey, aus dem Way, Captain! Ich werde das Ruder übernehmen! Schnell genug, Teuerste! Hey, worauf steuern wir zu? Ich kann leider nicht sehen. Wir steuern auf den Kai zu! Auf den Kai! Rette sich, wer kann! Wasserski auf einer öffentlichen Verkehrsstraße? Nein, Chef, ein Bootsrennen auf dem Trockenen. Oh. Hinterher, die nehmen wir sofort fest! Das Ruder, wenn er links mit der Absolut beeindruckende Vorstellung. Eins noch, Sanders. Was ist mit dem Geschäft, das Sie vorhin mit mir besprechen wollten? Bitte, spucken Sie es aus, Mann. Das klingt ja gar nicht gut. Wir verschieben das wohl lieber. Na, Kleine? Hat mich gefreut, sich mal getroffen zu haben. Ich werde dir eine Belohnung geben. Das ist aber nett ich von Ihnen. Ich muss unbedingt los. Neue Millionen, Cheffe. Sache hier, in dem Mädel scheint noch eine ganze Menge Leben zu stecken. Hey, alles klar? Bloß nicht aufregen, Opa. Wir haben so viel Geld verdient, dass wir das Schiff richtig reparieren können. Sag mal, Werder, vergiften die Schutzmänner im Wasser nicht den ganzen Fisch bis dann? Das hat Renate ja genial eingefädelt. Jetzt kann Opa Albers sein Boot wieder herrichten und sich seinen großen Traum vom Seefahren erfüllen. Tja, so hat jeder andere Träume. Ich habe mir schon immer mal gewünscht, einmal dirigieren zu dürfen. Und deswegen habe ich mir das Schülersinfonieorchester Stuttgart eingeladen. Und wollen wir mal sehen, das werden wir wohl hinkriegen. Dürfte nicht so schwierig sein. Meine Damen, meine Herren, los geht's! Ich glaube, manche Träume sollte man sich wirklich nicht erfüllen. Ich hole mir mal ein bisschen Verstärkung. Hier kommt der wahre Dirigent Fritz Roth. Herzlich willkommen. Wieso ist eigentlich ein Dirigent so wichtig für ein Orchester? Pass auf, Barilla. Beantworte mir bitte mal zuerst folgende Frage. Warum brauchen die Fußballer eigentlich einen Trainer? Ja, weil sie sonst nicht so gut zusammen spielen würden, oder? Siehst du, und bei den Orchestermusikern ist das ganz ähnlich. Die brauchen auch einen Trainer und das ist der Dirigent. Das Training geht natürlich bei uns ein bisschen anders zu und es heißt auch nicht Training, sondern Orchesterprobe. Da lernen wir dann und üben wir dann mit allen Instrumentengruppen das Zusammenspiel. Darüber hinaus versucht der Dirigent, den Musikern zu helfen, die Werke der großen Komponisten so darzustellen, wie sich der Komponist vielleicht vorgestellt hat. Und du wirst es nicht glauben, das macht einen Riesenspaß, oder? Ja. Ihr unterstützt mit euren Auftritten und CDs Kindern, denen es nicht ganz so gut geht wie uns hier, nämlich den Kindern von Tschernobyl. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, der Vorschlag, den Kindern von Tschernobyl zu helfen, kam aus dem Orchester.
Das Orchester hat, und da sind wir sehr stolz drauf, in den letzten Jahren über 80.000 Mark gespendet. Und die Spenden wurden vorwiegend für den Ankauf von Medikamenten für die krebskranken Tschernobyl-Kinder verwendet. Wer jetzt noch mehr erfahren möchte über das Schülersinfonieorchester Stuttgart, der guckt einfach ins Internet unter www.sso-stuttgart.de. Wir sehen euch gleich wieder. Vorher gibt es aber erstmal die Vorschau auf den nächsten Tigern. Während es Marc auf der Schatzinsel gelingt, Thea aus der Hand von Dante und Captain Silver zu befreien, geraten bei Simsalagrim Jojo und Doc Hawk in die Fänge eines genialen Meisterdiebs. Ganz anders dagegen bei Papa Löwe. Da herrscht ganz einfach fröhliches Chaos. Nächste Woche dreht sich alles um den weltberühmten Harry Potter und seine deutsche Synchronstimme Rufus Beck. Außerdem kommen Kinder zu uns, die genauso aussehen wie die Figuren aus dem Buch und die alles über Harry Potter wissen. Anlässlich des Weltkindertages besuchen wir Kinder am anderen Ende der Welt in Amazonien und wir beobachten einen Neunjährigen in La Paz, der muss sich nämlich mit Schuhputzen sein Geld verdienen. Und jetzt spielt für euch live das Schülersinfonieorchester Stuttgart den ersten Satz aus der Eroica von Ludwig van Beethoven. Oh,
genau, Dennis. Ich glaube, du hast deine Wette verloren. Ich habe nämlich doch recht gehabt. Es passen 55 Musiker bei uns in den Tigern-Club. Ja, eindeutig. Ich gebe es zu. Ich habe verloren. Ich kümmere mich gleich um die Torte, okay? Hey, nimm's doch nicht so tragisch, Dennis. Man muss auch mal verlieren können. Naja, bei uns auf der Rodeo-Tigerente sitzt heute Maren und wir drücken alle ganz fest die Daumen, dass sie möglichst lange oben bleibt, ja? Auf die Plätze, alles Gute, fertig, los geht's! Sekunden für Maren! Cool. Da hast du dich ja richtig ins Zeug geworfen, Dennis. Die reicht ja für uns alle hier. Nein, sehr stark. Pamela, diese wunderschöne Torte ist ganz allein nur für dich. Übrigens, am nächsten Samstag gibt's uns nur im Kinderkanal um 15.30 Uhr, am Sonntag natürlich auch wieder in der ARD. Macht's gut! Tschüss! Wenn dein Papa Löwe ist und Löwin deine Mutter, dann hast du großes Glück gehabt und immer gutes Futter. Papa, Papa, das Essen ist fertig.